Yeah. Auf geht's! Juhu! Jungs, das sieht so aus, als müssten wir nochmal die Spielregeln durchgehen. Ich halt's nicht aus. Und das Ganze ist auch noch meine Idee gewesen. Hey, Schätzchen, darf ich bemerken, dass wir Paar gespielt haben? Oh, diese ekelhaften Mäuse haben unsere Schwefelförderstelle gefunden. Wirklich sehr unangenehm. Achtung an alle Schurken! Attacke! Na gut, wer hat vergessen, die Platzgebühren zu zahlen? Limburger scheint neuerdings einen ausgeprägten Hang zum Bekloppten zu entwickeln. Los, Jungs, zeigen wir ihnen, wie Löcher gespielt werden. Tut mir leid, Schnuckelputz, aber du musst hier bleiben. Den Kampf vermeiden, dir die Zeit vertreiben. Let's rock and roll! Oh, ich werde mir eure guten Empfehlungen zu Herzen nehmen, aber nicht jetzt. Ich darf dir doch meine Breitseite verpassen, du hässliche Galionsfigur! Das riecht so gammelig, wie Chef jetzt Wäsche kocht. Aktion ist gleich Reaktion. Physik ist schon immer mein Lieblingsfach gewesen. Hey, hier ist was zum Spielen, Motorradratte! Wer hat Ratte gesagt? Ja, Mann! Mann, das hat gut getan! Knapp daneben ist auch vorbei! Verzeiht, schöne Maid. So, du Schürzenjäger, jetzt werde ich dir Schützenhilfe geben, ob's dir gefällt oder nicht. Hey, wer lässt es in dir qualmen? Charlie! Vielleicht ein bisschen rabiat, mein Stil, aber dafür effektiv. Wow, hubba bubba, was für ein grausiges Abbild total verhüllter Schönheit. Hey, Charlie, Schätzchen, dein Abgang von da oben ging ja wie geschmiert. Naja, im Moment bist du zwar bloß mit Öl bekleckert, aber bald wird es Ruhm sein. Ja, langsam kriege ich eure Heldennummer auch drauf. Oh Mann, hat die ein Ego. Hör endlich auf, so jämmerlich um Gnade zu winseln. Die Mäuse haben ohne Handicap gespielt, Chefchen. Oh, ich hasse diese mottenzerfressenen Bettvorleger. Aber nicht Ihre Freundin Charlie. Wow, ist das eine Kanone. Sagen Sie mal, Chefchen, können Sie mir zufällig sagen, ob sie schon einen festen Freund hat? Oh, wie viel von dem benötigten Schwefel haben wir bis jetzt schon zusammen? So viel. Natürlich, ich hatte es auch gar nicht anders erwartet. Raus mit dir und beschaff mir sofort mehr. Und sorge gefälligst dafür, dass dir diesmal das ekelhafte Kruppzeug nicht wieder in die Quere kommt, du stinkende Ölpfütze. Karbonke!
Ihr habt euer glockenhelles Stimmchen rühren lassen? Oh, der große Vorsitzende wird jeden Augenblick hier eintreffen und er erwartet, dass unser Auffangbecken mit stinkendem Schwefel gefüllt ist, damit er ihn mit nach Plutarch nehmen kann. Ich habe gerade meinen Partikelvergrößerer fertiggestellt, euer erlauchter Stinkefuß. Mit dem kann jede Materie vergrößert werden. Allerdings... Achtung, der große Vorsitzende befindet sich im Anflug auf Andockrampe 3. Ist der Partikelvergrößerer mit einem winzigen Makel behaftet? Schnell, da ist der Schutz. Schnell, lassen Sie Ihr kleines Spielzeug Wunder wirken. Ich versuche, die Fischratze hinzuhalten. welche außerordentliche Freude, euer miesgekochte Fischschwänzigkeit. Es ist mir wie immer ein ausgesprochener Ärger, euch zu sehen. Denken Sie sich Ihre verkästen Komplimente, Limburger. Ich will meinen Schwefel sehen, und zwar auf der Stelle. Wachse, wachse. Und wachse! Voila! Oh, Schwefel! Am liebsten würde ich mir auf der Stelle die Kleider vom Leib reißen und darin ein Vollbad nehmen. So wunderschön der Anblick auch wäre, mein verfetteter Vorsitzender. So könnt ihr es doch sicher kaum erwarten, diese kostbare Fracht nach Plutarch zu transportieren. Achtet bitte, dass der falsche Schwefel in 2 Stunden wieder auf seine ursprüngliche Größe zurückschrumpft. Euer schweißfüßige Verdrossenheit. Ja, ist schon gut. Was? Was? Heißt das etwa, dass wir diesen aufdringlichen Fliegenfänger hier behalten müssen, bis wir die gewünschte Menge richtigen Schwefel beschafft haben, euer Säuerlichkeit? Nun gut, dann müssen Sie als sein Leibarzt eben einen Grund finden, warum er in Quarantäne gehalten werden muss. Juhu! Platz auf für die Unbesiegbaren! Unerschütterlichen! Bikermäuse vom Mars! Ja! Hey, es scheint richtig gewesen zu sein, immer der Nase nachzufahren, Jungs. Oh ja! Die Antwort, mein Freund, trägt nicht allein der Wind. Das stinkt nach Schwefel. Entweder das oder ein vergessenes Osternest vom vorigen Jahr. Oh, diese Bikermäuse haben uns schon wieder mal gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie damit aus dem Sattel puste. Let's work and go! Oh! Ein guter Schuss, Greasepit. Los, ihr drei, geht da rüber und sammelt ein, was von den lästigen Hamstern noch übrig geblieben ist. Und was den Rest von euch angeht, ich habe unserem Chefchen hoch und heilig versprochen, dass wir seinen Schwefel in 2 Stunden zusammen haben. Also bewegt euch! Hallo, Süße. Ich hoffe, dass dich der kleine Zwischenfall mit den Mäusen nicht gestört hat. Oh, sehr interessant. Ach, du dickes, großes Fisch. Lassen Sie das, ich fühle mich fantastisch. Bei allem Respekt muss ich aber leider sagen, dass ihr nicht die richtige Farbe habt. Um ehrlich zu sein, eure Wangen haben schon eine rosige Färbung angenommen. Aber das ist doch lächerlich, ich habe mich niemals wohler gefühlt. Nur eine Minute, euer Hässlichkeit, ihr müsst nur eine Minute stillhalten. Ihre Diagnose, Doktor? Was ist es? Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Stunden. Oh, 2 Stunden? Ist das alles? Soll das etwa heißen, dass ich ihn mitkriegen? Sie in 2 Stunden diesen Anfall überwunden haben. Für einen Augenblick habe ich schon gedacht, dass ich... Und was verordnen Sie, Doktor? Naja, fürs erste absolute Bettruhe und dann keine Schwefelbäder und sonstigen Exzesse mehr. Hier bitte. Sie eingebildeter Kittelkasper! Haha, jetzt werden wir die Mäuschen mal aus ihrem Schönheitsschlaf wecken. Nach sowas. Sieh doch mal, wer hier mit uns das Tanzbein schwingen will. Dann drehen wir die Anlage mal voll auf. Und suchen uns einen Partner. Denn jetzt ist Boom-Time. Yeah!
Oh. Ah, also ich gehe jede Wette ein, dass meinem über alles geliebten Charlie-Schatz dieser Riesenstrauß gefallen wird. Vielleicht sollte ich ihn noch ein bisschen größer machen. Oh! Nein! Anlegen! Fertig! Feuer! Gefällt euch mein Fahrstil? Dann solltet ihr schnellstens Mitglied in meinem Fanclub werden. Da fällt mir ein Lied ein! Raus aus dem gelben Wagen! Hallo, Schäfchen. Die miesen Mäuse haben uns schon wieder mal verhauen. Ihr seid mir so egal wie chinesische Reissäcke. Ich will nur, dass ihr mir meinen Schwefel rettet. Du darfst nie mit Streichhölzern spielen, Fischfresse! Und was am schlimmsten ist, meine Hand ist wegen ihrem komischen Partikelvergrößerer auch riesengroß geworden. Du geistesgestörter Blödmann! Wie kannst du nur so dämlich sein und deine Hand davor halten? Hey, da kommt mir ja eine großartige Idee. Oh, können Sie mir die wieder normal machen? Wissen Sie, Chef, mit solchen Riesenhänden kann ich doch meinem Charlie-Schatz nicht unter die Augen treten. Ja, natürlich, du ungeschickter Halbaffe. Wir werden einfach den Partikelvergrößerer aktivieren und, dich in deiner ganzen Größe und Dummheit in den Strahl des Gerätes stellen. Oh, Sie sind ja so gut zu mir, Chefchen. Der Boss hat zu mir gesagt, ich soll mich ganz und gar in den Strahl stellen. Dann mal los! Fürchterlicher Gestank. Genau, und davon wird man auch ganz krank. Mann, dieses Schwefelzeug ist ja das Reinste. Hey, Jungs, ein vergrößerter Grease Pit. Oh, mir ist auf einmal ganz anders. Oh, Mama, der hat aber zugelegt. Der sieht ja aus wie die Riesendame Erika. Jetzt ist ein noch größerer Trottel als vorher. Oh je, jetzt ist ja alles andere geschrumpft. Hey, aber meine Hände sind wieder gleich groß. Jetzt kann ich ja meinem heißgeliebten Charlie-Schatz endlich einen Besuch abstatten. Nur über meine Leiche, Ölpfütze. Ach ja? Ihr könnt ja versuchen, mich aufzuhalten, ihr Mini-Mäuse. Ich hab genug von dieser öden Kriecherei. Ich werde auf der Stelle zurückfliegen. Halt, wartet, ich habe ein kleines Schauspiel zu eurer Erbauung arrangiert, euer wurmstichige Fischköpfigkeit. Erlaubt mir bitte, dass ich nachsehe, wie weit es gediehen ist. Perfekt. Erster Akt. Ihr seht den Angriff des Riesentrottels. Oh, es scheint sich um eine Mord- und Totschlagmatinee zu handeln, genauso wie früher im Kindergarten. Hören Sie mir zu, Sie Intelligenzbazille. Sie gehen jetzt zur städtischen Schwefelförderquelle und organisieren mir jedes Gramm Schwefel, das Sie finden können. Verstanden? Ist das klar? Ja. Zum Tower! Oh, wirklich? Das ist doch kein Ende. Lassen Sie den Transporter warm laufen, Sie mickrige Makrele. Ich kehre auf mein Schiff zurück. Oh nein, tut uns das nicht an. Das war doch nur das Vorspiel. Als nächstes Stück erlebt ihr die Live-Aufführung von der riesengroße Unhold und die klitzekleine Stadt. Tatsächlich? Eine Live-Aufführung? Macht es euch in meinem Büro am Fenster bequem. Grease Pit? Ja, hier, Schäfchen. Sehen Sie mal, alles ist hier geschrumpft, bloß ich nicht. Zerreiß diese lächerlichen Bindfäden und sieh zu, dass du sofort in die Stadt kommst. Zerstöre sie! Wow, das wird meinen Augenstern sicherlich mächtig beeindrucken. Wir zerlegen Limburgers Tower und gehen danach Chili-Hotdogs essen. Nein, nein, nix da. Das Tower zerlegen kommt doch immer als Letztes. Genau, du bist aber vergesslich geworden. Nein, ich wollte bloß mal ein bisschen Abwechslung. Jetzt müssen wir aber doch was ändern. Wir müssen Grease Pit erstmal richtig die Hucke vollhauen.
Wirklich ein vortreffliches Vergnügen, Limburger. Seit dem Film ein Käfig voller Duftköpfe habe ich mich nicht mehr so gut. Schön, dass es euch gefällt, euer widerliche Schuppigkeit. Sind Sie fertig? Ja, gleich, euer stinkend Kloakengeruch. Einen Augenblick noch, widerwärtiger großer Vorsitzender. Ihr werdet jetzt verfolgen können, wie ihr ein paar von den Hochhäusern platt macht. Und wo bleiben meine Sprühwürmer? Juhu! Oh, oh. Riesenärger. Einen schönen guten Tag, Charlie-Schätzchen. Die habe ich für dich gepflückt, in Liebe und mit Küsschen. In Liebe? Das ist aber gar nicht gut. Hey, ich bin nicht die weiße Frau und du nicht King Kong. Ich hatte mir sogar ein Gedicht für dich ausgedacht. Aber ich hab's schon wieder vergessen. Halt! Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Die Rosen, die sind heute rot und die Veilchen schon fast alle tot. Nein, das geht nicht. Die sagen immer, dass zu viel Gewalt im Fernsehen gezeigt wird. Oh, Grundgütiger. Schnell, Jungs. Halt, du verhinderter Casanova. Hä? Schenk dir dein Gesülze. Wir wollen nämlich richtig auf den Putz hauen. Oh, beim Auf den Putz hauen bin ich einsame Klasse. Seht ihr? Was ist, Karbunkel? Oh, es ist alles transportbereit, euer erhaben stinkende Fischgrätigkeit. Worauf warten Sie denn noch? Ich lass mich nicht schon wieder von euch an die Leine legen. Entschuldige die Frage, Winnie, aber gehörte das auch zu unserem Plan? Na klar gehörte es, das steht unter Plan G im Anhang C mit Verweis auf die Strategie Y. Siehe bunte grafische Abbildung Nummer 34. Du meinst, der soll unsere Auspuffgase schnippen? Okay, Jungs, ändern wir die Taktik. Ja, lassen wir mal die Wände hochgehen. Also diese verflixten Mäuse könnten auch mal Rücksicht auf meine Hühneraugen nehmen. Die Liebe kommt um Mitternacht, ich hab dir auch was mitgebracht. Nein, Moment, so ging es auch nicht. Hey, Seifenblase! Was treibt dich denn nach oben? Abgesehen von deiner Blödheit. Hey, geht von dem Turm runter, sonst sag ich's meinem Boss. Habt ihr nicht gehört? Ich kann's nicht erwarten zu sehen, was sie für die Marsmäuse für eine Überraschung geplant haben, jetzt wo sie ihnen aufs Dach gestiegen sind. Also, ich fürchte, es wird wie immer enden. Okay, Winnie, mach's schön ordentlich. Hey, pass auf, mit wem du redest. Davon kannst du dir jedes Einzelbild rahmen und an die Wand hängen. Ja, das wird eine ganze Galerie. Okay, jetzt wird's Zeit für den Schlussakkord. Hey, fliegst du jetzt wieder mal auf Mäuschen? Oh, das ist ja eine tolle Anmache. Mama, ich bin immer gerade raus und ehrlich und sie ist raffineriert. Darum hätte es zwischen uns sowieso nie geklappt. Keine Angst, euer schuppige Niederträchtigkeit. Er wird in 5 Sekunden auf seine normale Größe zurückschrumpfen. 4, 3, 2, 1, 0. Das Leben ist schön. Jetzt, wo ich wieder Single bin, habe ich gar keine Sorgen mehr am Puckel. Das glaubt aber nur er. Und so endet die Geschichte von der Schönen und dem Blödmann. Aber keine Sorge, Schätzchen. Ich bin nämlich immer noch zu haben. Hüte dich vor Frauen, die einen Höhenflug hatten, Pelzgesicht. Ja, und obwohl das schöne Märchen noch nicht zu Ende ist, rocken wir glücklich bis ans Ende unserer Tage. Ja. Und ihr hoffentlich auch. Alles Gute, Freunde! Es ist doch wirklich ein außerordentlicher Glücksfall, dass ich wenigstens einmal nicht beim Einsturz des Limburger Towers dabei bin.
Oh ja, ich brenne mal Schwefel da, wenn das kein Knaller wird. Nein! Ich hasse meinen Job. Ich liebe meinen Job!